Oh Gott. Manchmal frage ich mich, ob es nicht vergebliche Mühe war, dass ich bei deiner Geburt als Geburtshelfer geholfen habe. Wie oft habe ich es dir schon gesagt? Du musst nur wollen. Verzeihen Sie, Doktor, es wird immer schlimmer, jeden Tag. Du musst entscheiden, wo der Ball hin soll. Dann peilst du den Punkt an und dann schlägst du. So wie ich eben. Haben wir noch Zeit? Ich habe Vater versprochen, bei der Abendandacht zu spielen. Aber für ein paar Löcher müsste die Zeit noch reichen. Falls du heute noch das da schaffst. Oh. Wenn es dir an Vorstellungsvermögen mangelt, wird's vermutlich nie klappen. Hat da nicht eben jemand geschrien? Hoffentlich habe ich niemanden getroffen. Der Ball kann unmöglich so weit geflogen sein, oder? Nach meinen bisherigen Erfahrungen würde ich das stark bezweifeln. Ah, da liegt er. Gut. Gut? Ich meine, er hat niemand getroffen. Ihn da reinzukriegen ist jedenfalls auch eine Leistung. Versuch doch mal, ob du ihn rausbekommst. Nicht damit, du Dummkopf. Und wenn du es damit nicht schaffst, ist es bestimmt am besten, wenn du endgültig aufhörst. Also dann, letzter Versuch. Du musst entscheiden, wo der Ball hin soll. Ach, jedes Mal, wenn ich mich bedrängt fühle, mache ich das. Einfach jedes Mal. Glaubst du im Ernst, den findest du wieder? Na, vielleicht habe ich Glück. Kommen Sie schnell, Doktor! Sehen Sie. Kommen wir da runter zu ihm? Weiter vorn muss ein Pfad sein. Er scheint noch zu atmen, Doktor. Dem kann niemand mehr helfen. Sein Rückgrat ist gebrochen. Ich sag gleich Bescheid. Und da ist nichts mehr zu machen? Nein, es ist zu spät. Sein Puls wird immer schwächer. Er hat vielleicht noch 20 Minuten zu leben, höchstens. Ich bleibe bei ihm. Er hat keine Schmerzen. Er fühlt überhaupt nichts mehr. Ich werde mich beeilen. Hey, Sie? Irgendwas nicht in Ordnung? Ein Mann ist tot! Jemand sagt schon Bescheid! Ich komme hinunter! Es gibt einen Pfad da rechts!
Unfassbar. Dass sowas passieren muss. Ja, grässlich. Und ich kann nichts tun. Wenn Sie mich so fragen, schon. Aber nicht mehr für ihn, eher für mich. Ich hab nämlich eine Verabredung um 6 und... Sie sollten auch hier bleiben. Tja, der arme Kerl ist zwar tot und man kann auch nichts mehr für ihn tun, aber trotzdem. Sorgen Sie sich nicht, alter Knabe, gehen Sie zu Ihrer Verabredung. Ich bleibe, bis man ihn abholt. Ich heiße übrigens Roger Bessington French. Ich sehe mich hier nach einem Haus um. Aha, Bobby Jones. Ah, wieder Golfspieler. Nein, nein, bestimmt nicht wieder Golfspieler. Schon 5 Minuten über die Zeit, Herr Vicar. Schön, geben wir ihm nochmals 5 Minuten, Roberts. Ein schrecklicher Knabe. Pünktlichkeit ist vielleicht die Höflichkeit von Königen, aber ganz bestimmt nicht die meiner Pfarrgemeinde. Da wir heute das Fest von St. James dem Großen feiern, singen wir jetzt gemeinsam, bedauerlicherweise ohne Begleitung, die Hymne Nummer 557. For all the saints, also die Nummer 507. Wenn du etwas nicht anständig machen kannst, mein lieber Bobby, ist es besser, wenn du damit erst gar nicht beginnst. Oh, danke, Mrs. Roberts. Das riecht wirklich verführerisch. Ich weiß, dass die meisten deiner Freunde keinen Zeitbegriff haben. Aber es gibt einen, den kann man nicht warten lassen. Oh Herr, wir bitten dich, mach uns dankbar für deine Gaben. Amen. Es tut mir leid, Vater, aber es war wirklich nicht meine Schuld. Ich musste nämlich bei einer Leiche Wache halten. Du musstest was? Ich habe einen armen Schlucker bewacht. Er war über die Klippen gefallen. Er ist offenbar vom Weg abgekommen und abgestürzt. War er denn sofort tot? Nein, zuerst nur bewusstlos. Kurz nachdem Dr. Thomas nach Hilfe gegangen war, ist er gestorben. Ich habe mir gesagt, du kannst jetzt nicht einfach verduften. Aber als dann zufällig jemand vorbeikam, habe ich dem die Rolle des Haupttrauenden übertragen und bin so schnell ich konnte hergelaufen. Gibt es denn gar nichts, nicht einmal den Tod? Nichts, was deine Gefühllosigkeit erschüttern kann? Alles, wie schwerwiegend es auch sein mag, scheint für deine Generation nur ein Scherz zu sein. Also, ganz so ist es ja wirklich nicht, Vater. Ich habe mich lange zurückgehalten, aber es sind jetzt 8 Monate, dass du aus gesundheitlichen Gründen aus der Marine entlassen wurdest. Mir scheint, du verlierst allmählich den Sinn für Realität. Hier gibt's ja auch wenig, woran man sich halten kann. Da stimme ich dir zu. Also sieh dich endlich um und such dir einen Job. Tja, ich hab da schon was im Busch. Ich fahr darum morgen nach London und seh mir da was an. Also, das ist das Erste, was ich höre. Ja, ich wollte mich erst ein bisschen näher erkundigen. Und hast du Aussichten? Ich mache da etwas mit Badger Beeden. Mein lieber Bobby, das kann nicht dein Ernst sein. Seine Großtante ist gestorben. Gestorben? Sie hat ihm 300 Pfund hinterlassen. Davon hat er eine Garage gepachtet. Er will einen kleinen Gebrauchtwagenhandel eröffnen. Der junge Beeden ist völlig verantwortungslos. Er hat in seinem ganzen Leben noch nie eine Hand gerührt. Also, das ist nicht fair, Vater. Bis jetzt hat er eben nur kein Glück gehabt. Glück? Bei so viel Talentlosigkeit könnte er es nicht einmal mit göttlicher Hilfe zu etwas bringen. Du weißt, was passiert ist, als er mit der Hühnerfarm anfing. Die Hühnerpest brach aus. Und was war, nachdem ihm sein Onkel eine Stelle als Börsenmakler besorgt hatte? Er wurde gefeuert. Und als ihn seine Eltern schließlich nach Australien geschickt haben, was geschah da? Er kam gleich wieder zurück. So war es. Weißt du, in Australien... Wie lange hattest du vor, wegzubleiben? Bis spätestens übermorgen, Vater. Nicht länger. Ich bedauere, dir das sagen zu müssen. Aber diese Reise unternimmst du nicht mit meinem Segen. Also, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Badger,
Badger. Ich verstehe praktisch nichts von Autos. Oh, das macht überhaupt nichts, alter Knabe. Aber glaub mir, damit haben wir Erfolg. Wir brauchen nur ein bisschen Farbe drauf zu schmieren und schon kauft uns irgendein Idiot so einen Wagen ab. Hübsch ist er, nicht wahr? Die Tür klemmt ein bisschen. Oh. Jetzt weißt du, warum ich dich brauche. Oh, Verzeihung. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Frankie? Barbie! Das muss ja eine Ewigkeit her sein. Ich habe dich auch ewig nicht gesehen. Willst du dich nicht lieber statt auf den Boden zu hocken zu mir setzen und mit mir plaudern? Ich habe aber kein Erster-Klasse-Billett. Überlass das nur mir. Alles in Ordnung, my lady? Alles in Ordnung, Inspektor. Meinen alten Freund Mr. Jones hat es zufällig in mein Abteil geweht. Das macht doch nichts, oder? Ich nehme an, dass der Gentleman nicht lange bleiben wird. Vor Bristol werde ich bestimmt nicht mehr vorbeikommen. Was man nicht alles mit einem Lächeln erreicht? Ach, Unsinn. Es liegt vielmehr daran, dass Vater vor Reiseantritt jedem 5 Schilling in die Hand drückt. Wirklich reizend, dich wiederzusehen. Ich hörte, du hättest die Marine verlassen. Sie sind hoffentlich nicht zu rau zu dir gewesen. Es lag an den Augen. Ah, du hast ja immer Ärger mit den Augen gehabt. Ich habe gehört, du hättest Wales für immer den Rücken gekehrt. Nach der Party, auf der ich gestern war, kommt mir das Schloss längst nicht mehr so schlimm vor, auch wenn es da im Bad wie Hechtsuppe zieht. Was hat es denn da gegeben? Gar nichts Besonderes. Es war wie auf jeder anderen Party. Vermutlich lag es daran. Schon komisch, nicht? Ich brauche mir über nichts Sorgen zu machen. Wir haben mehrere Häuser, in denen ich wohnen kann. Ich besitze grässlich viel Familienschmuck und habe überall Kredit. Ich verdanke es nur der Familie, nicht mir. Ja, aber was ist denn dabei? Als wir Kinder waren, haben wir zusammen gespielt. Wir waren glücklich. Oh, Bobby, ich habe alles so satt. Du nicht auch? Aber nein, woher denn? So weit lasse ich es gar nicht kommen. Übrigens, was ist das für eine Geschichte mit dem Mann, der über die Klippen gestürzt ist? Ach, der arme Teufel. Dr. Thomas und ich haben ihn gefunden. Woher weißt du denn davon? Aus Presseberichten. Nur über dich und Dr. Thomas steht nichts drin. Aber was steht denn drin? Was schreiben Sie? Tödlicher Unfall auf walisischem Küstenpfad. Das Opfer des tragischen Unglücksfalles in Marchbold konnte erst gestern Abend aufgrund einer Fotografie, die der Tote bei sich trug, identifiziert werden. Dieses Foto war ein Porträt von Mrs. Leo Kamen. Mrs. Kamen wurde benachrichtigt und reiste daraufhin nach Marchbold, wo sie den Toten als ihren Bruder Alex Pritchard identifizierte. Mr. Pritchard war erst kürzlich aus Siam zurückgekehrt. Er war über 10 Jahre nicht mehr in England gewesen. Er befand sich auf einem Spaziergang. Die Leichenschau ist für Montag in Marchbold anberaumt. Da muss ich vermutlich als Zeuge aussagen. Oh, Bobby, wie aufregend! Ich komme auch und höre dir zu. Es wird ihn ja wohl niemand runtergestoßen haben. Runtergestoßen? Um Himmels Willen, warum? Weil es dann noch aufregender wäre, darum. Das Opfer gab also noch Lebenszeichen von sich. Ja, der Mann hat noch schwach geatmet. Es gab jedoch keine Möglichkeit, ihn zu retten. Sein Rückgrat war gebrochen. Anzeichen von Gewaltanwendung durch irgendwelche Dritte gab es Ihrer Meinung nach nicht. Dazu kann ich nur sagen, dass alle festgestellten Verletzungen exakt denen entsprechen, die ein Mensch erleiden würde, der über 20 Meter abstürzt und auf einer Felsplatte aufschlägt. Und dann gäbe es noch die Möglichkeit eines Selbstmordes. Dies natürlich nicht auszuschließen. Ob der Tote nur den Halt verlor oder sich vorsätzlich hinuntergestürzt hat, diese Frage kann ich wirklich nicht beantworten. Danke, Dr. Thomas. Ich danke Ihnen. Das war alles. Euer Ehren. Lieutenant Robert Jones. Ein Schrei, sagten Sie? Was für eine Art Schrei war das? Ja, es war eben ein Schrei. War es ein Hilferuf? Nein, eher so eine Art Ausruf. Ich war mir zunächst gar nicht sicher, dass ich ihn überhaupt gehört habe.
Könnte sich Überraschung in dem Ruf ausgedrückt haben. Das könnte durchaus sein. Ein Laut, den ein Mensch von sich gibt, wenn er von einem Ball getroffen wird. Oder wenn ein Mensch plötzlich ins Nichts tritt, der geglaubt hat, er sei auf einem Pfad. So war es, genauso. Danke, Mr. Jones. Mrs. Leo Kamen. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, die Wahrheit zu sagen, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Sie sind Mrs. Amelia Kamen, wohnen auf den St. Leonard's Gardens in Paddington. Sind Sie verwandt mit dem Verstorbenen? Er war mein Bruder. Mr. Alex Pritchard. Mrs. Kamen, wann haben Sie Ihren Bruder zuletzt gesehen? Am Tag bevor er abgestürzt ist. Er hatte vor, eine längere Wanderung durch Wales zu machen. Er ist erst kürzlich von einem langjährigen Auslandsaufenthalt zurückgekehrt. Er hatte sich so auf den Ausflug gefreut. War er in einer unbelasteten Verfassung? Ja. Hatte er finanzielle Schwierigkeiten? Oder gab es in letzter Zeit andere Probleme für ihn? So viel mir bekannt ist, nichts dergleichen. Was hatte er für einen Beruf, Mrs. Kamen? Er war Bohringenieur. So hat er es mir gesagt. Deshalb war er auch selten in England. Können Sie sich einen Grund vorstellen, der ihn dazu veranlasst haben könnte, sich das Leben zu nehmen? Danke, Mrs. Kamen. Ich glaube nicht, dass wir Sie weiter quälen müssen. Die Mitglieder der Jury haben nun zu entscheiden, wie dieser Mann zu Tode gekommen ist. Ich bin leider zu spät gekommen, aber deine Aussage habe ich noch mitgekriegt. Du warst hervorragend. Hört sich an, als wäre ich beim Sängerfest aufgetreten. Hier bei uns ist ja fast nie etwas los. Da ist eine Leichenschau ein wahres Gottesgeschenk. Allerdings finde ich den Spruch Tod durch Unglücksfall ziemlich blöd. Ich hatte gehofft, er würde auf Verdacht eines Verbrechens lauten. Aber leider gab es ja nichts Mysteriöses. Also das hätte ich niemals geglaubt. Was? Dass das Mädchen auf dem Foto, das ich gefunden habe, in Wirklichkeit so aussieht. Aber sie sieht dir doch sehr ähnlich. Das Foto war eben retuschiert, das ist alles. Hm. So retuschiert, dass man die Person kaum wiedererkennt? Woher kennst du übrigens das Bild? Aus der Marchbold Times. Da war es wahrscheinlich schlecht reproduziert. Es kommt mir so vor, als seist du ziemlich beeindruckt von dieser angemalten Schneegans. Ja, eine angemalte Schneegans ist dieses Kamen-Weib. Frankie! Pass auf, dass du dich nicht lächerlich machst. Vor allem wäre es lächerlich, wenn wir wegen dieser Ziege noch Streit bekämen. Wie wär's denn mit einer Partie Golf morgen? Hm? Du kannst unmöglich noch so schlecht sein wie früher. Ach, nicht? Hm? Ich bin im Augenblick von Golf nicht so begeistert. Dadurch bin ich ja in diese Geschichte geraten. Vielleicht war das aber auch ein Glück für dich. Möglicherweise treibt sich ja doch ein Irrer herum, so ein Leute über die Klippenwerfer. Vielleicht schlägt er wieder zu. Hält Bobby Jones, der Sohn des Vikars, den Schlüssel zu dem Geheimnis in Händen, das die Bewohner des kleinen, verschlafenen walisischen Ortes erschreckt? Dann fahr mal heim. Morgen 10:30? Ja, im Golfclub. Sie sieht dem Bild immer noch sehr ähnlich. Ah, da kommt Bobby. Bobby? Verzeihen Sie mir, wenn ich Sie so überfalle, Mr. Jones. Mein Mann erledigt gerade die Formalitäten wegen der Überführung meines Bruders. Da wollte ich die Gelegenheit benutzen, um... Mrs. Kamen war der Meinung, dass du ihr vielleicht noch irgendetwas zu dem Vorfall sagen könntest. Tja. Ich bin mir bewusst, dass Sie dem Leichenbeschauer alles gesagt haben, was Sie wissen. Trotzdem besteht ja noch eine Möglichkeit, dass Sie mir irgendetwas ganz Persönliches sagen könnten. Sie verstehen schon, nicht wahr? Völlig, Mrs. Kamen. Ich verstehe Sie vollkommen. Ich kann es noch immer nicht glauben, mein armer Alex. Armer, armer Alex. Ich verstehe Sie. Sowas ist einfach widerlich. Es kommt mir ein bisschen kühl vor. Vielleicht ist es besser, wenn wir ein Feuer anmachen. Wissen Sie, wenn er noch irgendein letztes Wort gesprochen haben sollte, eine Nachricht hinterlassen, dann würde ich das gern wissen. Es würde sehr viel für mich bedeuten. Es tut mir sehr leid, aber er sagte nichts mehr. Ach nein, überhaupt nichts? Nein, es tut mir aufrichtig leid, aber... Er hat nichts mehr gesagt. Es ist eine Gnade, so bewusstlos hinüberzugleiten, ohne Schmerz zu empfinden. Ja, wenigstens etwas, wofür man dankbar sein muss. Ich habe mit meinem Mann vereinbart, dass wir uns wieder im Hotel treffen.
Vertrauen Sie nur unserem Herrn, der alle Wunden heilt. Sollen wir Sie nicht vielleicht doch hinüber ins Hotel begleiten? Sehr liebenswürdig, ich weiß Ihr Angebot zu schätzen. Aber ich würde ganz gern ein paar Minuten für mich allein haben. Sie verstehen? Auf Wiedersehen, Mr. Jones. Auf Wiedersehen, Mr. Jones. Auf Wiedersehen. Also wirklich, Bobby, du bist anständig erzogen worden. Wenn ein Mensch unglücklich ist, wenn er unseres Mitgefühls bedarf, unserer Worte des Trostes, fällt dir nichts anderes ein, als sowas ist einfach widerlich. Es tut mir leid, Vater, aber es fiel mir nichts anderes ein. Du bist da viel besser dran. Trösten gehört zu deinem Beruf. Ich verstehe nicht, was du meinst. Das Teewasser kocht gleich. Ich brühe ihn dann auf. Wie war es in Stylen, Mrs. Roberts? Ach, es lohnt sich kaum noch, dahin auf den Markt zu gehen. Es werden immer weniger Stände. Mrs. Roberts, haben Sie zufällig die Ausgabe der Marchbold Times von der letzten Woche gesehen? Tut mir leid, Mr. Bobby. Ich dachte, Sie und der HWK wären damit fertig. Ich habe sie zum Feueranzünden benutzt. Oh, das ist auch nicht weiter schlimm. Ach, siehst du, du kannst es, wenn du nur willst. Wenigstens habe ich ihn diesmal nicht ins Meer gedroschen. Oh Gott. Was ist denn? Mir ist da gerade was eingefallen. Und was? Diese Frau, Mrs. Kamen, hat mich bei ihrem gestrigen Besuch gefragt, ob dieser Mensch vor seinem Tod etwas gesagt hat. Und ich habe das verneint. Also hat er nicht? Doch. Eben ist es mir wieder eingefallen. Er hat doch. Es war nur nichts, was man in einer solchen Situation erwartet. Darum habe ich es wahrscheinlich auch vergessen. Was hat er denn gesagt? Er sagte, warum haben Sie nicht Evans gefragt? Eine komische Bemerkung. War das alles? Ja, er riss plötzlich die Augen auf und sagte das. Nur diesen Satz. Danach ist er gestorben. Ich würde mir deswegen nicht den Kopf zerbrechen. Das ist sicher nicht wichtig. Sicher nicht. Ich hätte es vielleicht aber trotzdem erwähnen sollen. Liebe Mrs. Kamen, gerade ist mir eingefallen, dass Ihr Bruder kurz vor seinem Tod doch noch etwas gesagt hat. Meiner Erinnerung nach hieß der Satz, warum haben Sie nicht Evans gefragt? Entschuldigen Sie bitte, wenn ich das nicht bereits gestern erwähnt habe, aber da ich keinerlei Sinn in diesen Worten erkennen konnte, waren sie offenbar vorübergehend meinem Gedächtnis entfallen. Ihr Ergebener Robert Jones. Ich gehe nur mal eben einkaufen, Mr. Bobby. Ach, Mrs. Roberts. Mrs. Roberts, wären Sie so freundlich und würden Sie diesen Brief in den Briefkasten werfen? Ich bin so freundlich. Ich muss sowieso für Ihren Vater auf die Post. Ja, so. Ich will verdammt sein. Na, hör mal, Bobby. Oh, entschuldige, Vater, ich hab dich ganz vergessen. Aber da bietet mir jemand 1000 im Jahr an. Was hast du gesagt, 1000? 1000 Pfund? Ja, einfach so, Vater. Aber das ist doch völlig unmöglich. Ein bisschen ungewöhnlich ist es schon, aber doch keineswegs unmöglich. Was ist denn das für eine Firma? Irgendeine Reederei in Buenos Aires. Ich bin wärmstens empfohlen worden. Sie schreiben mir nicht von wem. Bemerkenswert. Bemerkenswert. Die sind bestimmt nicht seriös, ich bin deiner Meinung. Aber ganz im Gegenteil. Diese südamerikanische Firma weiß offenbar den Wert eines integren jungen Mannes zu schätzen. Selbst wenn es so wäre, wie kommen die auf mich? Du warst immerhin Offizier der britischen Marine und bist Sohn eines Pfarrers. Mhm. Sie bitten um sofortige telegrafische Zusage. Du sollst dich innerhalb einer Woche nach drüben einschiffen. Das kommt mir allerdings auch etwas überstürzt vor. Ich kann sowieso nicht. Ja, aber um Himmels Willen, du meinst... Du weißt doch, dass ich bei Badger im Wort bin. Nicht einmal Badger bieten kann so dumm sein, anzunehmen, dass du ein Angebot über 1000 Pfund im Jahr ausschlägst. Es hilft nichts, Vater. Ich kann ihn nicht im Stich lassen. Er rechnet mit mir. Warum rechnet er mit dir? Kannst du mir das erklären? Tja, bestimmt also... liegt's daran, dass er weiß, dass du ein genauso großer Narr wie er bist. Du wunderhübsches Kind, ich bitte dich, glaub mir. Ich bitte dich, glaub mir. Also wirklich, Robert. Entschuldige, Vater. Mehr noch als der Biss der Schlange schmerzt ein undankbares Kind. Hast du denn gar nichts zu tun? Also, um die Wahrheit zu sagen, Vater, ich langweile mich ein bisschen. Vielleicht sollte ich mal spazieren gehen. Das würde dir sicher gut tun, junger Mann. Ein tüchtiger 12-Meilen-Marsch quer über das Land. Ich wünschte, ich könnte mitkommen.
Möglicherweise muten sie etwas nach Friedhof an, aber die Auswahl war ausgesprochen begrenzt. Ich war der Meinung, du bist in London. Na hör mal, als ich das von dir erfahren habe, fuhr ich doch sofort zurück. Es ist schließlich aufregend, einen romantisch vergifteten Freund zu haben. Also ich weiß nicht, ob Morphium so schrecklich romantisch ist. Dir ist hoffentlich klar, dass du ein medizinisches Phänomen vor dir hast. Wenn man dich hört, könnte man annehmen, vor dir wäre noch nie jemand vergiftet worden. Jedenfalls ist kaum jemand mit 8 Gramm Morphium im Leib noch einmal davongekommen. Verflix nochmal, Frankie, du bist nicht gerade beeindruckt. Denk lieber mal an die Leute, die dich vergiftet haben. Ja, aber warum denn? Die kommen sich bestimmt ziemlich dämlich vor. So eine Menge Morphium und du bist immer noch am Leben und eine Gefahr. Also, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Stell dir mal vor, Dr. Thomas dachte, ich hätte es bewusst getan. Absichtlich? Ja, er sagte, einem Mann, der so schlecht Golf spielt wie ich, sollte man es nachsehen, wenn er sich einen leichten Abgang verschafft. Jemand muss das Zeug in mein Bier getan haben, während ich geschlafen habe. Wenn ich alles getrunken hätte, dann wäre ich jetzt bestimmt tot. Jedenfalls ist das der Beweis, dass das, was ich im Zug gesagt habe, wahr ist. Was hast du da gesagt? Ich habe gesagt, dass dieser Pritchard oder wie immer er geheißen haben mag, nicht über die Klippen gefallen ist, sondern gestoßen wurde. Oh, Frank. Aber das ist doch offensichtlich, Schatz. Wer glaubst du, wollte dich umbringen? Kennst du irgendjemand, der dir feindlich gesinnt ist? Jetzt siehst du es selbst. Aber was denn? Es muss etwas mit diesem Pritchard zu tun haben. Du hast etwas gesehen, was du nicht hättest sehen sollen. Zumindest nehmen das die Leute, die wir nicht kennen, an. Bobby, was ist sonst noch passiert, das irgendwie auffällig war? Ja, ich habe da noch einen Brief bekommen, in dem man mir für 1000 im Jahr eine Stelle angeboten hat. In Buenos Aires. Eine mir völlig unbekannte Firma. Willst du noch mehr Beweise haben? Zuerst haben sie versucht, dich loszuwerden, indem sie dir eine Stelle angeboten haben. Als das nicht geklappt hat, mussten sie dich anderweitig aus dem Weg schaffen. Aber was um alles in der Welt hätte ich denn Wichtiges sehen können? Das ist eine schwere Frage, ich gebe es zu. Auf jeden Fall, wenn ich irgendetwas bemerkt hätte, hätte ich es doch schon in der Untersuchung gesagt. Ja, aber jetzt muss ich gehen und drüber nachdenken. Soll ich dir einen Kuss geben oder lieber nicht? Es ist nicht ansteckend. Dann werde ich meine Pflicht deinem Kranken gegenüber erfüllen. Zeitschriften und Zeitungen habe ich dir ja gebracht. Tut mir leid, wenn sie nicht mehr ganz neu sind. Wir sehen uns dann morgen wieder. Lady Frances! Lady Frances! Entschuldigen Sie bitte, Lady Frances, aber könnten Sie nicht zurückkommen? Mr. Jones hat offenbar einen Rückfall erlitten. Bobby, was zum Teufel soll das? Ich möchte zu meinem Tee. Ich hatte die Marshall Times bis jetzt noch nicht zu Gesicht bekommen, Frankie. Sieh mal da! Durch dieses Bild, das man bei dem Toten fand, konnte er identifiziert werden. Es zeigt Mrs. Amelia Cayman, die Schwester des Toten. Ja, und? Auf dem Foto, das ich bei dem Mann gefunden hatte, war eine ganz andere Dame abgebildet. Tatsächlich? Ganz sicher. Aber
Das hieß ja, dass... Das heißt, dass es entweder zwei Fotos gibt... Was unwahrscheinlich ist. Oder... Oder jemand hat das Foto, das du gefunden hast, gegen ein anderes Bild ausgetauscht. Da kam doch dieser Mann, nachdem Pritchard schon tot war. Bessington French. Vielleicht ist das gar nicht sein Name. Aber Bobby, Bessington French kann man gar nicht erfinden. Wie wirkt er denn so? Ich habe nicht weiter auf ihn geachtet. Er sagte, er sei fremd hier und er wäre auf der Suche nach einem Haus. Bobby, überleg mal. Wenn Pritchard vom Fels gestoßen wurde, ist wahrscheinlich Bessington French derjenige, der es getan hat. Er hat aber einen netten Eindruck gemacht. Ja, aber wenn es ein Mord war, passt alles zusammen. Mit deinem Erscheinen am Tatort hat man nicht gerechnet. Dass du das Foto findest, war auch nicht vorgesehen. Also musste man was unternehmen. Es passt doch nicht. Warum nicht? Wenn diese Fotografie wirklich so wichtig gewesen wäre, dann hätten sie all ihre Maßnahmen gegen mich doch schon viel früher ergriffen. Andernfalls war die Gefahr zu groß, dass ich das Bild in der Marchpool Times zu Gesicht bekomme. Hätte ich doch gleich gesagt, dass das nicht das Foto ist, das ich gesehen habe. Warum hat man bis nach der Untersuchung mit dem Anschlag auf mich gewartet, nachdem vorher alles so glatt gelaufen war? Und noch ein weiterer Grund. Bessington French kam erst zu mir, als ich das Bild bereits wieder in der Tasche des Toten verstaut hatte. Oh, verdammt! Es muss etwas geben, was Sie erst nach der Untersuchung rausbekommen haben. Warum rede ich eigentlich immer von Ihnen? Ich kann's dir sagen. Weil diese Caymans bestimmt in diese Sache verwickelt sind. Aber ja. Ich wette, sie ist nicht mal seine Schwester. Ja, das hat mich schon die ganze Zeit über beschäftigt. Ich meine, weil der Tote, wer es auch war, jedenfalls ein Gentleman war. Mrs. Cayman dagegen ist nicht unbedingt eine Dame. Aber wenn er nun nicht Mrs. Caymans Bruder ist, wer ist er dann? Und warum ist es denn so wichtig, dass er nicht erkannt wird? Und warum hat man das Porträt von Mrs. Cayman in die Jacke des Toten gesteckt und das Porträt der schönen Unbekannten beiseite geschafft? Ah, war sie schön? Ja, ausgesprochen hübsch. Und du würdest sie wiedererkennen? Ja, immer und überall. Bobby? Hm? Was war das noch, was Pritchard kurz bevor er starb sagte? Warum haben Sie nicht Evans gefragt? Aber das hast du nicht den Caymans gesagt, oder? Aber ja, doch, genau das habe ich. Wirklich? Ja. Ja, das habe ich Ihnen geschrieben. Ich erwähnte noch, dass mir der Satz ziemlich unwichtig vorkam. Darauf schrieben Sie mir, Sie seien meiner Meinung und Sie danken mir für meine Mühe. Es klang allerdings ein bisschen kurz angebunden. Und zwei Tage später bekamst du von einer obskuren Firma ein glänzendes Angebot nach Südamerika. Ja. Oh, na also, brauchst du noch mehr Beweise? Hör zu. Wie sieht das vom Standpunkt der Caymans aus? Alles ist zunächst gut gelaufen. Die Leiche wurde nach Wunsch identifiziert. Die Jury hat auf Unglücksfall erkannt. Der Teich war vollkommen ruhig, bis du auf einmal daherkommst und einen Stein hineinwirfst. Warum haben Sie nicht Evans gefragt? Ich verstehe überhaupt nicht, was an dem Satz so aufregend sein soll. Nur weil du nicht weißt, was er bedeutet. Was sollen wir denn jetzt machen, hm? Wir sehen uns mal diesen Bessington French an. Soviel ich weiß, hat sie kürzlich einen Freund von mir aufgesucht, ein Mr. Bessington French. Er hat ein Haus gesucht. Er hat sich über mehrere Objekte informiert und erklärt, dass er Kaufabsichten habe. Leider musste er bereits wieder am nächsten Tag in die Stadt zurück. So war es ihm nicht möglich, die angebotenen Häuser auch zu besichtigen. Nachdem er weg war, haben wir noch zwei weitere interessante Objekte zur Vermittlung bekommen. Ich habe ihm das auch gleich geschrieben, nach Marroway Court, Staveley Hands. Aber er hat darauf noch nicht geantwortet. Er ist schuldig. Er ist ganz bestimmt schuldig. Man geht doch nicht um 6:30 abends zu einem Immobilienmakler, um am nächsten Morgen nach London zurückzufahren. Wozu ist er dann überhaupt hergekommen? Warum hat er nicht geschrieben? Ich muss sagen, wie du den Fall angehst, ist bewundernswert. Ich bin noch nicht fertig. Ich war nämlich anschließend noch bei Inspektor Williams. Und was hat er gesagt? Der Tote soll kaum etwas bei sich gehabt haben. Nur ein Taschentuch ohne Monogramm, ein bisschen Kleingeld, ein Päckchen Zigaretten, ein Blatt mit den Börsenkursen, keinerlei Briefe und eine einzige Fotografie. Nicht die, die ich gesehen habe. Und sonst hat er nichts gesagt? Doch, er fragte, ob er den Schlossgarten für das Polizeifest benutzen darf. Oh, man hat ein fremdes Auto beobachtet. Und zwar an dem Tag, an dem man versucht hat, dich zu vergiften. Ein dunkelgrüner Taube Saloon. Hat die Polizei auch die Zulassungsnummer? Nein, jedenfalls nicht vollständig. Irgendwas mit GG oder so ähnlich. Ah, es gibt bestimmt hunderte von dunkelgrünen Talbots in England. Beinahe so viel, wie es Evans im Adressbuch von Marchbold gibt. 482. Was hältst du denn von dem Bibeltext für meine Sonntagspredigt? Und er, als er tot war, kam heraus aus dem Grab. Lazarus, wie du weißt. Das Zitat schien mir passend. Oh, entschuldigen Sie, Lady Frances, ich hatte Sie nicht bemerkt. Ich war schon immer der Meinung, dass die Leute ziemlich verärgert waren. Über Lazarus meine ich. Da hatten sie nun endlich in seinem Grab verscharrt, haben ihn betrauert, mit Heulen und Zähneknirschen und plötzlich erscheint er wieder auf der Bildfläche. Da kamen sich doch alle albern vor. Es war eben ein Wunder, Lady Frances.
Guten Tag, Doktor. Kommen Sie doch rein. Oh, guten Tag, Doktor. Wie geht's Ihnen? Geben Sie mir die Schläger. Sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Kommen Sie bitte. Der Doktor ist gekommen. Ich sehe nur eben mal nach ihm. Höchste Zeit, dass du wieder auf dem Golfplatz erscheinst, junger Mann. Ich muss unentwegt mit Leuten spielen, die spielen können. Es gibt auch noch das Lukas-Evangelium und es werden am jüngsten Tage die Gerechten auferstehen. Das steht aber in keiner Beziehung zu Bobby, nicht wahr? Nein, wahrscheinlich nicht. Was ist übrigens mit dem Kind, das Elias von den Toten zurückgeholt hat? Jedenfalls ist die Geschichte lustiger als die von Lazarus. Er hat ihm doch die Augen geöffnet und dann 7-mal genossen. Soweit ich mich erinnere, ist unser Bobby noch nie von Niesen geplagt worden. Wenn er Ihnen Schwierigkeiten macht, Mrs. Roberts, sagen Sie uns Bescheid. Aber er macht doch keine Schwierigkeiten, Doktor. Danke, Dr. Thomas. Ach, Sie gehen schon wieder? Ich möchte gern noch ein paar Löcher spielen, bevor ich operiere. Der Doktor meinte, für eine Reise nach London wäre ich schon nächste Woche soweit. Und? Ich darf doch. Oh, bitte. Übrigens dachte ich, du hättest etwas gegen meine Pläne mit Badger. Es ist bestimmt leichter, in London Erkundigungen über die Bessington French einzuholen, als hier in dieser entlegenen Ecke des British Empire. Bobby, das ist George Arbuthnot, er ist Arzt. Wir brauchen ihn unbedingt für eine kleine Intrige, die ich mir ausgedacht habe. Ach, wirklich? Wir brauchen auch einen Wagen. Einer von euch ist dafür gut genug. Willst du wirklich einen Wagen kaufen? Ja. Das ist wirklich eine reizende Idee von dir, Frankie, aber ich habe nicht die Absicht, wirklich guten Freunden was anzudrehen. Du verstehst mich falsch, ich brauche tatsächlich einen Wagen von dir. Wie wär's denn mit dem Bentley? Für das, was ich vorhabe, brauche ich keinen Bentley. Wozu brauchst du ihn denn? Um ihn zu Schrott zu fahren. Irgendwas stimmt mit mir nicht heute Morgen. Sie möchte damit einen Unfall bauen. Und warum will sie das? Badger Beaton! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du bis zum Hals im Schlamm gesteckt. Wir haben dich an den Füßen rausgezogen. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Aber diesmal schaffe ich es, mich aus eigener Kraft rauszuziehen. Frankie möchte einen Wagen von uns kaufen. Sogar 2 Wagen. George braucht auch einen und mit seinem hat er gerade einen Unfall gebaut. Wir leihen ihm auch einen. Wir zeigen euch mal, was wir so anzubieten haben. Seht euch um. Na und? Wirklich schick. Doch, ja. Sie sehen gut aus. Das sollen Sie ja auch. Ja, also der da, das ist ein besonders preiswertes Angebot auf dem Gebrauchtwagen. Ein Joyen? Ja. Nein, den nehme ich. Der Austin da, der müsste eigentlich noch ein paar Meilen halten. Tja, und der Standard macht's bestimmt noch 1 oder 2 Wochen. Mhm. Na schön. Ich nehme den Standard. Barzahlung. Unglaublich. Das ist wirklich das erste Mal, dass jemand, der einen Titel trägt, auch bar zahlen kann. Ich hole nur die Papiere. Könnte mir vielleicht jemand sagen, was hier eigentlich vorgeht? Roger Bessington French. Ich bin ihm auf den Fersen. Merrowick Court gehört seinem Bruder. Er lebt da mit ihm und seiner amerikanischen Frau. Wessen Frau? Der Frau seines Bruders. Die Frage ist jetzt, unter welchem Vorwand komme ich in dieses Haus hinein? Warum du? Warum nicht ich? Oder wir beide zusammen? Aus dem einfachen Grund, mein Junge, dass Bessington French dich bereits kennt. Von mir dagegen hat er keine Ahnung. Außerdem bin ich in der ausgesprochen glücklichen Lage, dass ich einen Titel habe. Manchmal ist so ein Titel sehr nützlich. George und ich waren schon in dem Dorf und haben uns umgesehen. Fremde riecht man dort schon 3 Meilen gegen den Wind. Darum haben wir jetzt einen Plan. Von wem stammt der? Von mir und George. Pass auf. Folgendes wird jetzt passieren. Vorgehabt, die Kiste jemandem anzudrehen? Er müsste nur noch ein bisschen überholt werden. Ihr braucht einen neuen Motor, eine neue Kupplung, 4 neue Reifen und eine Bremse. Wir können nur auf das Gesetz der Schwerkraft hoffen. Vielleicht treibt ihn sein Eigengewicht doch noch den Hügel hinunter. Frankie, bist du dir klar darüber, was du da tust? Es ist ein erstklassiger Plan. Du kannst mir glauben. George, es geht los.
Du siehst ziemlich blass aus, Frankie. Bist du sicher, dass dir nichts fehlt? Das ist doch nur Schminke. Würde sich nicht gut machen, wenn man mich als blühendes Leben ins Haus trägt. Und jetzt merk dir bitte, was du tun musst. Wenn George mit seinem Taschentuch winkt und ich mit meinem, fahr los. Ich warte so lange, bis ich genügend Tempo drauf habe und dann springe ich ab. Verletz dich ja nicht. Ich werde höllisch aufpassen, dass mir nichts passiert. Es würde die Dinge unnötig komplizieren, wenn es einen echten statt einen gespielten Unfall geben würde. Gut, er ist da. Jetzt komm ich dran. Ah, übrigens, ich werde dir besser nicht direkt schreiben. Ich schreibe an George oder an das Mädchen. Die leiten die Post an dich weiter. Frankie, pass auf dich auf. Mach bitte nichts Dummes. Soll ich mich ein bisschen im Dreck rumrollen, damit ich schön schmutzig werde? Das kann nicht schaden. Gib mir deinen Hut. Oh! Gehirnerschütterung. Liegen bleiben. Hat's einen Unfall gegeben? Nein, die Lady hat ihren Wagen zum Spaß in die Mauer gefahren. Ist sie tot? Noch nicht. Man muss sie gleich ins nächste Haus bringen. Ich bin Arzt. Wo sind wir hier? In Merrowby Court. Der Besitz gehört Mr. Bessington French. Nehmen Sie die Beine, ich nehme sie am Kopf. Es hat einen Unfall gegeben. Haben Sie einen Raum, in den wir die junge Dame bringen können? Sie muss sofort ärztlich versorgt werden. Bringen Sie sie herein. Soll ich einen Arzt rufen? Ich bin selbst Arzt. Ich kam zufällig vorbei, als der Unfall passiert ist. Hier herein, bitte. Ist sie schwer verletzt? Das kann ich erst sagen, wenn ich sie untersucht habe. Ich bin in der Halle, wenn Sie mich brauchen. Das arme Kind sieht ja furchtbar blass aus. Oh! Liebster George, damit wirst du doch nicht deine Karriere schaden. Ich meine, die werden dich doch deshalb nicht aus der Ärztekammer ausschließen, oder? Bestimmt tun sie das, falls es jemals rauskommt. Durch mich sicher nicht. Mach dir mal keine Sorgen, George. Ich lass dich schon nicht im Stich. Übrigens, sag ihnen, du gehörst den Christian Scientists an. Den Christian? Psst! Wir wollen doch verhindern, dass irgendein anderer Arzt dich untersucht. Oh, George, du denkst wirklich an alles. Um Himmels Willen, bitte sei vorsichtig. Ich werde gut auf mich aufpassen. Du hast mich ins Lager des Feindes geschmuggelt. Gott segne dich. Jetzt kommt es ganz auf mich an. Oh, hey. 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 Oh, hey.
Ich weiß nicht, ob es ein Schlag auf den Kopf war oder sonst etwas, aber ich bin einfach unfähig, mich zu bewegen. Am liebsten würde ich hier noch tagelang herumliegen. Ich wünschte, Sie würden das tun. Es ist schon sehr einsam hier draußen. Tommy, spiel etwas leiser. Die arme Lady Frances wird sich hier nie erholen, wenn ihr draußen so viel Krach macht. Lady Frances ist ein ziemliches Wrack. Ich find's wunderbar, ihm zuzusehen, wie er spielt und sich amüsiert. Er hat so viel Pech in letzter Zeit gehabt. Im letzten Winter wäre er fast ertrunken und im Frühling ist er von der Schaukel gefallen. Roger hat sich, er ist mein Schwager, jedenfalls hat er sich furchtbar aufgeregt, weil er damals Tommy geschaukelt hat. Sie wissen ja, Kinder können beim Schaukeln nicht hoch genug kommen. Jetzt sieht Tommy jedenfalls großartig aus. Henry mag zwar nicht, wenn er mit Nachbarkindern spielt, aber es gibt sonst niemand geschadet, mit Nachbarkindern gespielt zu haben. Eher im Gegenteil. Ich glaub's Ihnen. Ich weiß, dass wir ihn verhätscheln, aber er ist unser einziges Kind. Der Sohn und Erbe. Da ist es doch verständlich. Wenn Tommy etwas passieren würde, weiß ich nicht, aber was soll denn schon Tommy passieren? Oh, Roger. Lady Frances, hier stelle ich Ihnen das schwarze Schaf unserer Familie vor. Das ist mein Schwager Roger. Roger, das ist Lady Frances Derman. Die sich ja bereits an unserer Parkmauer verirrt. Roger, Roger! Rose hat gesagt, dass du wieder da bist. Tommy. Hast du mir ein Fort mitgebracht? Tommy, wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht um Geschenke bitten sollst? Schließlich habe ich es dir versprochen. Stimmt's nicht, mein Junge? Mach dir mal keine Sorgen. Nicht nur das Fort, auch die Cowboys und die Indianer sind da. Es steht alles in der Halle. Siehst du gleich an. Ist ja toll, auch noch Cowboys und wirklich, Indianer. Roger, du verwöhnst ihn. Na, Henry, alter Knabe. Du bist wieder da. Trinkst du mit uns Tee? Tee? Nein, ich möchte keinen Tee. Meine Uhr scheint falsch zu gehen. Wie spät ist es? 3:50. Völlig unmöglich. Ich schwöre dir, es stimmt. Sag um Himmels Willen diesen Kindern, sie sollen verschwinden. Es wird ja auch schon langsam kühl. Ich werde die Fenster schließen. Ich werde in mein Arbeitszimmer zurückgehen. Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Der verdammte Gärtner glaubt, er kann mich reinlegen. Ich hatte doch angeboten, dir bei der Buchführung behilflich zu sein. Du wärst mir eine schöne Hilfe. Heute hier und morgen wieder woanders. Sie müssen bitte entschuldigen, dass... Es war bestimmt unangenehm für Ihren Mann, dass ich hier so reingeplatzt bin. Oh nein, das macht Henry nichts aus. In letzter Zeit macht ihm nichts mehr etwas aus. Ich gehe zu ihm und unterhalte mich mal mit ihm. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Hey, 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 langsam, alter Junge. So was Dummes. Ist das denn nachmittags passt? Ja, Sir. Wie oft soll ich Ihnen denn noch sagen, dass Sie sie mir sofort bringen sollen? Sehr wohl. Legen Sie mir alles auf meinen Schreibtisch, ich kümmere mich später darum. Mir wirklich leid, Onkel Roger, aber ich wollte mich nur bedanken. Vater? Hey, Bobby, bist du das? Wie kommst du denn hierher? Die Reise war unvermeidlich wegen des Durcheinanders mit den Gesangbüchern. Ich hatte 3 Dutzend in Rote Marokko bestellt. Der blöde Louis hat mir aber 2 Dutzend in Schwarz geschickt. Wie geht's denn sonst so, Vater? Ist zu Hause alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Im Gegenteil, die junge Frau, die statt deiner die Orgel spielt, nur vorübergehend, wie ich hoffe, scheint vorsätzlich zu ignorieren, dass unsere Gemeinde die Lieder lieber in etwas gemäßigtem Tempo singt. Unwart Christian Soldiers ist vielleicht geschrieben worden, um einer Gruppe von Kindern zu helfen, einen Hügel zu ersteigen. Ja, aber wenn man spielt, als ging's zur Attacke, verstört man die ganze Gemeinde. Oh, guten Morgen, Herr Vicar. Guten Morgen, ich hoffe, dass das Unternehmen floriert. Wir haben 3 Wagen verkauft in nur 5 Tagen und nur einen mussten wir wieder zurücknehmen. Der Bursche hat behauptet, wir hätten den Wagen irgendwie präpariert, damit er sich überhaupt aus dem Hof raus bewegt. Unglaublich. Aber wie geht es denn dir so, mein Junge? Es gibt keine Probleme mehr, Vater, falls du das meinst. Da wir davon reden, ein Freund erkundigte sich kürzlich nach dir. Ein Freund? Groß, geht etwas geknickt, trägt starke Brillengläser. Er sprach mich an, als ich gerade ins Pfarrhaus wollte. Er schien besorgt zu sein, wie es dir geht. Ich habe ihm deine Adresse gegeben. Er wird dich sicher demnächst besuchen. Wann war das, Vater? Erst vor ein paar Tagen. Darf ich Ihnen Tee anbieten, Herr Vicar? Wenn ihr mich bitte entschuldigen wollt, ich muss unbedingt den 12:40 Zug erreichen, der von Paddington abgeht. Pass gut auf dich auf, mein Junge.
Du auch, Vater. Was war denn? Ich kenne keinen großen Mann, der gebückt geht und eine Brille trägt. Nein, das war ein Fehler von mir. Sie haben sich hervorragend geschlagen. Nein, das habe ich nicht. Ich bin einfach zu faul zum Üben. Aber es war nett, dass Sie das gesagt haben. Lady Frances? Oh, bitte, bitte nennen Sie mich Frankie, so wie das jeder tut. Ich weiß, dass Sie mich für verrückt halten werden. Schließlich kennen wir uns ja noch kaum. Aber ich muss unbedingt mit irgendjemandem über Henry reden. Ich habe das Gefühl, einfach so instinktiv, dass ich ihm vertrauen kann. Wenn Sie das meinen. Gestern Abend habe ich gesehen, wie Sie ihn beobachtet haben. Sie haben dasselbe bemerkt wie ich. Wie abrupt seine Stimmung wechselt, die Gesichtsfarbe, seine Augen flattern. Ja, ja, das fiel mir auch auf. Es ist Morphium. Ich bin sicher, dass es Morphium ist. Vielleicht auch irgendein Opiat. Morphium? Die ersten Anzeichen habe ich schon vor 6 Monaten bemerkt. Er hat ständig über Schlaflosigkeit geklagt. Ich weiß nicht, wie er an das verdammte Zeug rangekommen ist, aber damals muss es angefangen haben. Irgendwie muss er an das Zeug rankommen. Es wird ihm geschickt. Ich bin jetzt davon überzeugt. Denken Sie doch nur mal an gestern. Sie haben doch ganz sicher auch bemerkt, wie nervös er noch beim Tee war. Dann hat er irgendwas mit der Nachmittagspost bekommen. Und beim Abendessen war er ein vollkommen anderer Mann. Oh, Roger. Wer könnte ihm so etwas geben? Eins steht für mich fest. Ein verantwortungsbewusster Arzt gibt's ihm bestimmt nicht. Warum erzählen Sie mir das alles? Ich habe keine Ahnung, was ich mit Sylvia machen soll. Sie glauben, dass sie nichts davon weiß? Entweder weiß sie es wirklich nicht, oder sie will es nicht wissen. Er müsste unbedingt zu einer Entziehungskur. Es gibt sogar ein Sanatorium hier in der Gegend. Der Arzt heißt Dr. Nicholson, ein Kanadier, ein sehr tüchtiger Mann. Henry schätzt ihn auch. Du meine Güte, ihr seht ja nach sportlichen Höchstleistungen aus. 3 Spiele und ich habe sie alle verloren. Es hat Sie hoffentlich nicht zu sehr angestrengt. Wir sollten mal wieder eine nette Party geben. Wir könnten die Nicholsons hier bitten. Moira Nicholson wird Ihnen sicher gefallen. Sie ist ein hübsches kleines Ding, nicht wahr? Jedenfalls sind die Männer dieser Meinung. Urteilen Sie selbst. Sie hat ausgesprochen reizvolle Augen. Genau das hat auch Alan Carstairs gesagt. Er war vor ein paar Wochen einmal hier. Mit Freunden von uns. Er schien von ihr völlig weg zu sein, nicht wahr? Sie sieht etwas elegisch aus. Das kann man auch verstehen. In einem Sanatorium unter depressiven und drogensüchtigen leben zu müssen, stimmt nicht gerade. Entweder vergöttert sie ihren Mann oder sie hat Angst vor ihm. Ich habe noch nicht rausgekriegt, was davon zutrifft. Eine Persönlichkeit ist er schon. Aber Sie mögen ihn nicht. Nein, ich mag ihn nicht. Ich kann ihn nicht ausstehen. Wenn damals und jetzt wieder Morphium im Spiel ist, kann das unmöglich ein Zufall sein. Dann unterstellst du, dass Bessington French damals am Tatort war, in Wales, an dem Tag, als man Bobby vergiften wollte. Wann war das genau? Lass mich mal überlegen. Dienstag war ich zum Lunch bei den Parkinsons. Mittwoch war die Premiere der neuen Revue, das war am 16. Dann war es also am 16. Dann brauchst du nur noch herauszufinden, wo Roger am 16. gewesen ist. Eine kinderleichte Aufgabe, nicht wahr? Sehen Sie, das läuft auf die schwarze 7. Wenn Sie die beiden wegnehmen, steht der König im Freien. Oh, entschuldigen Sie, ich langweile Sie sicher. Ja, und wie? Wenn Sie so lächeln, kommt es mir vor, als hätten wir uns schon zuvor getroffen. Und zwar jetzt vor kurzem, noch gar nicht lange her. War es nicht auf der Party von Lady Shane im Claridge? Das war am 16. Nein, da war es bestimmt nicht. Am 16. hatte Tommy Geburtstag. Da gab sie eine schreckliche Kinderparty. Allein ohne Rogers Hilfe hätte ich die niemals bewältigt. Übrigens, wenn ich Ihnen schon einmal begegnet wäre, hätte ich Sie bestimmt nicht vergessen. Das kommt davon, wenn man so einsam wohnt. Die unwichtigsten Dinge werden zu einem Ereignis, das man sich noch lange merkt. Wenn Sie das hier für abgelegen halten, dann kommen Sie doch mal nach Wales. Ab und zu gibt es da schon mal was Aufregendes. So ist zum Beispiel letzten Monat ein Mann über die Klippen gefallen. Wir waren alle ganz aus dem Häuschen. Für den Armen war es natürlich schlimm. Aber wir hatten wenigstens mal wieder einen Gesprächsstoff. War das nicht in der Nähe von Marchpont? Ja, ganz recht. Wir leben nur 7 Meilen entfernt. Also wenn das kein Zufall ist, das muss der bewusste Mann sein, Roger. Welcher Mann? Ich bin tatsächlich auch da gewesen. Ich habe die Leiche bewacht, bis die Polizei kam. Ja, aber wie sind Sie in unsere Gegend gekommen? Er hatte die absurde Idee, sich dort ein Haus kaufen zu wollen. Schaut, aber wieso denn? Eines Tages werde ich mich dort niederlassen. Wenn du schon sesshaft werden willst, warum denn nicht hier statt in Wales? Es war also kein Selbstmord oder so etwas. Nein, nein, es war ein ganz normaler Unglücksfall. Ach, haben Sie nicht in einer Zeitung sein Bild gesehen? Also nicht, dass ich wüsste. Ich müsste noch einen Zeitungsausschnitt in der Tasche haben. Er muss ein gut aussehender Mann gewesen sein, dieser Alex Pritchard. Bevor er abgestürzt ist, natürlich. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder.
Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Alan Carstairs, das habe ich gleich gesagt. Eine entfernte Ähnlichkeit vielleicht. Eine echte Ähnlichkeit bestimmt nicht. Alan Carstairs? Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Vielleicht war er auf der Party bei Lady Shane am 16. In gewisser Weise ist er auch eine Berühmtheit. Er ist Kanadier. Naturwissenschaftler, Großwildjäger, so eine Art Entdecker. Ich kenne ihn natürlich nur flüchtig. Er hat uns einmal mit den Rivingtons, Freunden von uns, zum Lunch besucht. Ein sehr attraktiver Mann. Er hat sich dann in Moira Nicholson verliebt? Jedenfalls in das Foto von ihr. So viel ich weiß, war das sein erster Besuch in England. Letztes Jahr bereiste er ganz Afrika zusammen mit diesem Millionär John... Savage. Ja, das war der, der geglaubt hat, Krebs zu haben und sich umgebracht hat. Oh, schon komisch, dass Alan Carstairs dem Mann, der über die Klippen vom Marchbold gefallen ist, so ähnlich war. Es ist weniger ein Brief, ich würde es eher als Einkaufsliste bezeichnen. Da steht Lieber George, beschaff mir Auskünfte über erstens Alan Carstairs, zweitens John Savage, sagt drittens Bobby, er soll sich einen Bart wachsen lassen, schnellstens. Wie schnell denn? Ein Bart kann man auch ankleben. Aber der kann auch abgehen. Wenn Frankie dich braucht, musst du bereit sein. Ah! Da kommt Dr. Nicholson. Wollten die Nicholsons nicht auf ein Tennismatch herüberkommen? Das war ihre Absicht. Meine liebe Sylvia, ich bringe leider keine guten Nachrichten. Moira hat leichte Migräne, so wird was unserem Spiel heute Nachmittag nichts werden. Oh, da wird mein Gast aber sehr enttäuscht sein. Darf ich bekannt machen, Lady Frances Derwent, Lady Frances, Dr. Jasper sehr Nicholson. Erfreut. Lady Frances hat in unserer Gegend für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Tatsächlich. Tochter eines Earls überlebt unorthodoxe Ankunft auf Mary Court. Übrigens hat Ihr Unfall viele interessante Aspekte. So? Zum Beispiel der Arzt, der Ihnen zu Hilfe gekommen ist und der Sie auch hier hereingebracht hat. Er muss ja wirklich einen merkwürdigen Charakter haben. Wende doch tatsächlich zuerst seinen Wagen, bevor er Ihnen zu Hilfe eilt. Entschuldigen Sie, aber ich verstehe nicht ganz. Nein, der junge Reeves, er ist hier unser Botenjunge, fuhr von Staverley mit seinem Fahrrad hierher und kein Wagen hat ihn überholt. Doch als er dann über die Kuppe kam und den Unfall entdeckt hat, stand der Wagen des Arztes in derselben Richtung, in der auch er fuhr, Richtung London. Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Guten Morgen, Dr. Nicholson. Guten Morgen, Thomas. Sie wollen doch sicher mein Fort sehen. Heute geht's leider nicht, junger Mann, aber es hört sich schon sehr eindrucksvoll an. Du musst mir das alles erzählen, wenn du morgen zum Tee zu uns kommst. Zum Tee? Ja. Thomas hat sich doch mit meiner Frau verabredet. Hat er Ihnen das nicht gesagt? Tommy, hast du dich wieder einmal selbst eingeladen? Aber nein. Nein, natürlich hat er das nicht getan. Ich zeig dir dann auch die Hasen. Wie wär's denn um 3:30? Ich freue mich schon, Dr. Nicholson. Ich werde ihn dann selbst rüberbringen. Fein. Bis morgen! Mag er wirklich Kinder? Er selbst sagt nein, Tommy sei eine Ausnahme. Dann wird er bestimmt auch bei Tommys Geburtstagsparty gewesen sein. Oh nein, an dem Wochenende war er verreist. Lieber Bobby, ich glaube, der Zeitpunkt für deinen Auftritt hier ist gekommen. Besorge dir einen Chauffeuranzug. Unsere tragen immer dunkelgrün. Geh zu Harrods und lass ihn auf Vaters Rechnung setzen. Hoffentlich geht dein Schnurrbart nicht ab. Vergiss bitte nicht, dass du jetzt Hawkins heißt. Niemand wird dich hier erkennen. Einen Chauffeur schaut man nicht an. Du fährst also vor und fragst nach mir. Höre dich hier auch im Pub um. Versuche so viel wie möglich von dem rauszukriegen, was man sich hier in der Gegend erzählt. Vor allem über einen Dr. Nicholson, der ein Drogensanatorium leitet. Mir kommt er ziemlich verdächtig vor, weil er zum Beispiel einen dunkelgrünen Talbot Saloon fährt, am 16., als man etwas in dein Bier geschüttet hat, verreist war und sich überhaupt so viel für meinen Unfall interessiert. Au revoir, mein lieber Kollege. Alles Liebe, deine erfolgreich gehirnerschütterte Frankie. PS, ich glaube, ich weiß jetzt, wer die Leiche wirklich ist. Es gefällt mir überhaupt nicht, dass Tommy dahin geht. Dann verstehe ich nicht, warum du es ihm nicht verboten hast. Wenn Tommy jemals erfährt, was da mit den armen Hasen passiert.
Was passiert denn da mit den Hasen? Er gibt ihnen Drogen, macht Tests, Experimente. Alle möglichen Versuche. Aber wie ist es denn mit den Menschen? Hast du dir je überlegt, wie viel Leid, was für Qualen die durchstehen müssen? Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn man jemand eine Droge gibt, die man ihm dann später wieder wegnimmt? Darüber sind schon viele verrückt geworden. Aber du kannst offenbar nur für Hasen Mitleid empfinden. Lass. Nun, ist alles in Ordnung, Hawkins? Ja, my lady, der Wagen ist völlig überholt worden. Dann bin ich ja zufrieden. Ist ja ein richtiger Bus, den Sie da haben. Ja, Sir. Scheint auch viel Dampf unter der Haube zu haben. Und ob. Sie mieten sich also im Anglers Arms in Staverley ein, Hawkins. Ich rufe Sie morgen an, falls ich den Wagen brauche. Spielen wir ein bisschen Crockett vor dem Tee? Nur wenn Sie versprechen, dass Sie mich gewinnen lassen. Hatte Ihre Lady schon öfter Unfälle? Sie ist mehr eine Gefahr für sich selbst als für andere Leute. Typisch Frau, stimmt's? Also Frauen hinter dem Lenkrad, das ist einfach was Unnatürliches, oder? Wenigstens hat sie sich einen netten Unfallort ausgesucht. Sehr hübsch da drüben in Merrowby Court. Ist wohl der größte Besitz hier in der Gegend. Es gibt ja noch Grange. Das hat aber jahrelang leer gestanden, bis es der kanadische Arzt gekauft hat. Nicholson heißt der Mann. Da oben gehen ziemlich komische Dinge vor, wenn Sie mich fragen. Komische Dinge? Ja, da sind Leute, die gar nicht da sein wollen. Ich meine Leute, die gegen ihren Willen von Verwandten dahin gebracht worden sind. Also ich sage Ihnen, Mr. Hawkins, da oben hört man oft ein Geheule und Geschrei und Gejohle. Die würden's nicht glauben. Ich möchte Ihnen doch helfen. Niemand kann mir helfen. Sagen Sie mir wenigstens, wovor Sie Angst haben. Sie?
Das Mädchen auf der Fotografie. Sie kommen. Sie können mir nicht helfen, wenn Sie noch länger hier bleiben. Sie müssen sofort verschwinden, bitte. Mr. Hawkins? Ja? Verzeihen Sie, ich war mit meinen Gedanken woanders. Sie werden am Telefon verlangt. Ja. Hallo? Hallo? Hallo, Frankie. Lady Frances Derwent. Sind Sie das, Hawkins? Ja, my lady. Seien Sie mit dem Wagen um 10 Uhr hier. Wir fahren da nach London. Sehr wohl, my lady. Es ist mir wirklich lästig, heute nach London fahren zu müssen, nur weil mein Vater darauf bestanden hat, dass mich sein Arzt untersucht. Ich muss Ihrem Vater beipflichten. Ich hätte Sie fast gebeten, mich nach London mitzunehmen. Aber das wäre doch fabelhaft. Aber wenn ich es mir genau überlege, ist es doch besser, wenn ich hier bleibe. Mein schrecklicher Bruder benimmt sich heute noch schlimmer als sonst. Ich kann einfach Sylvia nicht mit ihm allein lassen. Ich kann mir Ihre Gefühle gut vorstellen. Sie sind aber bis zum Abend wieder zurück. Ja, natürlich. Gut. Ich freue mich schon darauf. Wiedersehen. Und Sie kommen bestimmt wieder zurück? Wie ich es Ihnen sagte, heute Abend. Sie versprechen es? Ich verspreche es. Gegangen? Sei völlig beruhigt, Sylvia. Sie kommt bald wieder. So, ich glaube, jetzt können wir reden. Sprichst du denn mit Hawkins? Du bist doch gar nicht Hawkins. Das weiß ich und deshalb ist es für mich auch ziemlich anstrengend. Zum Beispiel weiß ich nicht, ob ein Chauffeur nur My Lady sagt oder aber auch Lady Derwent sagen darf. Sowas ist dem echten Hawkins natürlich geläufig, mir dagegen nicht. Ich kann da glatt daneben hauen. Ich komme anscheinend in die Mauser. Der Bart steht dir schrecklich gut. Also für mich ist er schrecklich unangenehm. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass der Tote in den Klippen ein Mann namens Carstairs war. Carstairs? Alan Carstairs. Er war Großwildjäger und so eine Art Entdecker. Und eingeführt bei dem Bessington French wurde er von Leuten, die Rivington heißen. Ich habe inzwischen das Original zu dem Foto gefunden. Das Foto, das der Tote bei sich hatte? Ja. Aber das ist ja fantastisch. Und wo? Sie befindet sich in Dr. Nicholsons Sanatorium. Weißt du, dass ich vor diesem Nicholson Angst habe? Nach meinem Gefühl ist er äußerst verdächtig. Er scheint dir nicht zu gefallen. Sylvia kann ihn auch nicht ausstehen. Was steckt deiner Ansicht nach hinter der ganzen Sache, Frankie? Morphium. Morphium? Das ist die einzige Verbindung, die zwischen dir und mir und Dr. Nicholson besteht. Also ich komme da nicht mit. Es wäre einfach ein zu großer Zufall. Da hat erstens jemand versucht, dich mit Morphium zu vergiften. Dann zeigt sich Roger äußerst besorgt darüber, dass sein Bruder Morphinist ist. Schließlich erscheint noch ein Dr. Nicholson, in dessen Sanatorium auch Morphium verwendet wird. Und weiter. An dem Tag, als man versucht hat, dich zu vergiften, war Roger einwandfrei zu Hause, Dr. Nicholson jedoch verreist. Ja, und außerdem fährt er auch noch einen dunkelgrünen Talbot Saloon. Ich weiß, dass das nicht gerade erdrückende Beweise sind, aber hübsch zusammen passt es schon. Für meinen Geschmack zu hübsch. Und Roger? Was ist denn mit ihm? Ich muss mich da offenbar geirrt haben. In welcher Beziehung? Du hattest ihn doch mit der Rolle des Schurken besetzt, nicht wahr? Wie kommst du denn darauf? Du hast doch die Indizien logisch zusammengefügt mit dem Ergebnis, dass nur er es gewesen sein kann. Nur wegen diesem Foto.
Ja, Roger war auf den Klippen, als der Mann abgestürzt ist. Außer ihm hätte niemand das Bild vertauschen können. Das war aber auch schon alles, was wir gegen ihn vorbringen konnten. Alles? Ich weiß, was du sagen willst, aber nach meinem Gefühl ist er unschuldig. Na, Frankie? Hm? Du hast dich doch nicht etwa in Roger verliebt, oder? Werd nicht absurd. Bobby, ich bin nur der Meinung, dass es dafür irgendeine harmlose Erklärung geben muss. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem, weil wir das Mädchen auf dem Bild gefunden haben, und zwar in Rogers unmittelbarer Nachbarschaft. Das macht es doch nur noch verdächtiger. Frankie, runter! Die Frage ist doch, ob Alan Carstairs die Rivingtons gebeten hat, ihn nach Staverley zu bringen. Oder war das nur ein Zufall? Vielleicht war er aber auch auf der Spur dieses Mädchens. Des Mädchens? Man hat sie vielleicht entführt. Vielleicht ist er nur nach England gekommen, um sie wiederzufinden. Vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass er ihr Bild bei sich hatte. Aber wenn ihn ihre Spur nach Staverley geführt hatte, warum ging er dann nach Wales? Offenbar gibt es da noch eine ganze Menge offener Fragen. Wer ist Evans? Evans? Warum haben Sie nicht Evans gefragt? Wir haben nicht die geringste Ahnung, wer mit Evans gemeint sein könnte. Die Lösung dafür liegt vermutlich in Wales. Also nachher in London fahren wir gleich in die Brook Street. Vater ist nicht da, das Haus steht praktisch leer. Dort überlegen wir uns, wie wir an die Rivingtons herankommen. Rivington, Rivington, eine Baufirma, Rivington, Dermatologe, der ist es sicher nicht, oder? Miss Florence Rivington, Colonel H. Rivington wohnt in der Tite Street, Chelsea. Das scheint mir schon besser zu klingen. Es gibt noch viel weitere, aber irgendwo müssen wir anfangen. Und diese Tite Street klingt genauso gut wie jede andere Adresse. Aber was sollen wir denn da sagen? Denk dir mal ein paar gute Lügen aus, Frankie. Ich bin für sowas nicht zu gebrauchen. Du wirst schon dahin gehen müssen. So? In Livree? Nein. Nein, als der Juniorpartner einer Anwaltskanzlei, denke ich mir. Also, die Rolle scheint mir wenigstens gentlemanlike. Ich habe schon befürchtet, du hättest dir was Schlimmeres ausgedacht. Einen Moment noch, gleich haben wir es. Mr. Frederick Sprague. Du bist das jüngste Mitglied der Firma Sprague, Sprague, Jenkinson und Sprague am Bloomsbury Square. Das sind Vaters Anwälte. Den Schnurrbart wirst du wohl noch beibehalten müssen. Allmählich scheine ich mich dran zu gewöhnen. Wenn du schon einen seiner Anwälte spielst, kannst du auch in einen seiner Anzüge schlüpfen. Man wird mich noch wegen Namensschwindel oder wie das heißt, verklagen. Gewiss nicht. Der einzige noch lebende Sprague ist an die 100. Oh. Sloan 0629. Hier, halt das mal einen Moment, bitte. Er ist ein schrecklicher Snob, aber er frisst mir aus der Hand. Schon jetzt möglich, dreh aber... dich mal nicht auf. Ich mach das schon, falls irgendwas schief läuft. Oh, guten Tag. Hier ist Sprague, Sprague, denken Sie nur Sprague. Die junge Frau, die mich aus ihrer Kanzlei angerufen hat, sagte, es sei sehr dringend, Mr. Sprague. Oh. Ja, ja, so ist es, in der Tat. Es handelt sich um einen unserer Klienten, Mr. Alan Carstairs. Oh ja. Vielleicht hat er erwähnt, dass wir seine Interessen vertreten. Ich glaube schon, dass er es getan hat. Aber selbstverständlich weiß ich auch so alles von Ihnen. Aber ja doch. Ach, tatsächlich? Sie haben doch Dolly Maltravers vertreten, nicht wahr? Sie wissen doch, sie erschoss diesen schrecklichen Modemacher. Sie kennen bestimmt alle Details. Wir wissen jedenfalls vieles, von dem die Öffentlichkeit keine Ahnung hat. Davon bin ich überzeugt. Aber sagen Sie mir doch, war sie wirklich... Das interessiert mich sehr. War sie wirklich so bekleidet, wie es diese Frau geschildert hat? Das Gericht hat diese Geschichte stark angezweifelt. Oh. Ich verstehe schon. Aber setzen Sie sich Danke. Doch. Sie wollten... Es geht um Mr. Carstairs. Er hat... England etwas überstürzt verlassen. Sie wussten vermutlich davon? Nein, keine Ahnung. Wir haben ihn nur eine Weile nicht mehr gesehen. Übrigens kam sie mir gleich verdächtig vor, diese Dolly Maltravers. Sie wurde freigesprochen, Mrs. Rivington. Schön, aber jetzt frage ich Sie... Um auf Mr. Carstairs zurückzukommen. Ihre letzte Begegnung war wann? Vor etwa 6 Wochen? 2 Monaten? Genau, kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber ich hatte angenommen, dass... Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich kann es doch. Das war bei unserem Besuch in Staverley. Er war erst kurz in England. Und wir wollten ihn auf nach Schottland. Deshalb sagte ich zu Hubert, weißt du was, wir nehmen ihn einfach mit zu den Bessington French. Denen macht das nichts aus. Ja, und dann haben wir es auch einfach so gemacht. Er kannte also die Bessington French nicht? Nein, aber er schien sie zu mögen. Trotzdem schien er auch irgendwie beunruhigt. Er war sehr still und wirkte missgelaunt auf dem Heimweg. Aber schließlich ist er Kanadier und Kanadier scheinen schrecklich empfindlich zu sein. Finden Sie nicht auch? Sie wissen aber nicht, was ihn beunruhigt haben könnte. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Lernte er dort Nachbarn kennen? Ging er spazieren? Irgend so etwas? Nein, er war immer nur mit uns zusammen. Trotzdem ist es komisch, dass Sie mich danach fragen, weil er nämlich alles Mögliche über irgendwelche Leute, die da in der Gegend wohnen, wissen wollte. Über einen Arzt, irgend sowas. Nicholson. Ach, Sie kennen ihn?
Wenn ich das Vergnügen... Also ich muss sagen, was er erzählt, klingt absolut faszinierend. Kannte denn Mr. Carstairs die Nicholsons? Nein, das macht ja die Sache so eigenartig. Er gehört nämlich keineswegs zu den neugierigen Typen. Nur über die Nicholsons wollte er alles wissen. Wie lange sie da schon leben würden, woher sie gekommen wären. Einfach alles. Sagte er Ihnen, warum er überhaupt nach England gekommen ist? Nein. Aber wir dachten, Hubert und ich, dass es wohl irgendwas mit seinem armen Freund, diesem Millionär, zu tun gehabt hat, der auf so tragische Weise ums Leben kam. Wie war doch sein Name? Savage. John Savage. Ellen hat diese Geschichte sehr mitgenommen. Sie wissen ja, dass irgendein Arzt diesem armen Mann tatsächlich gesagt hatte, dass er Krebs hätte. Darauf beging er Selbstmord. Es ist schändlich. Stellen Sie sich vor, letztes Frühjahr sagte unser Arzt dem armen Hubert, dass er Mumps hätte. Ja, aber... Dabei waren es lediglich geschwollene Mandeln. Oh. Gott sei Dank. Um wieder auf Mr. Carstairs zurückzukommen, wir müssen äußerst dringend Kontakt mit ihm aufnehmen und er hinterließ uns keine Adresse. Als wir nun in Erfahrung brachten, dass er mit Ihnen befreundet ist, dachten wir, dass Sie uns dabei behilflich sein könnten. Ich verstehe. Nur kann ich Ihnen leider nicht helfen, er war nicht mehr bei uns. Oh, trotzdem vielen Dank, Mrs. Rivington. Ich hoffe, Sie entschuldigen, dass ich so viel von Ihrer Zeit in Anspruch genommen habe. Ich finde es ja so interessant zu sehen, wie ein juristisch gebildeter Verstand funktioniert. Und natürlich ist es faszinierend, wenn man erfährt, dass diese Dolly Maltravers, dass sie tatsächlich... Mrs. Rivington, ich habe kein Wort gesagt. Ja, ich weiß, ihr Anwälte seid immer so schrecklich diskret, stimmt's nicht? Hm? Also hat ihn wirklich nur der Zufall zu dem Bessington French geführt. Und erst als er da war, erfuhr er von den Nicholsons. Da siehst du's. Nicholson ist der Schlüssel zum Geheimnis, nicht Roger. Sieht alles so still aus. Ich möchte wissen, wo sie alle stecken. Wahrscheinlich hat er dich nicht so früh erwartet und wirft noch rasch ein paar Leute über die Klippen. Danke, Hawkins. Das wär's für heute. Ich werde Sie anrufen, wenn ich Sie wieder brauche. Hallo? Ist niemand da? Ich habe Sie gestört. Ich bin früher zurückgekommen, als ich es vorhatte. Mrs. Bessington French ist ziemlich erregt. Ja, das fiel mir auch gleich auf. Ich habe ihr endlich die Wahrheit gesagt. Ich möchte, dass sie ihren Mann dazu überredet, sich ganz in meine Hände zu begeben. Sollte sie mit Ihnen darüber sprechen... Es ist unwahrscheinlich, dass sie das tut. Sollte sie es trotzdem tun... Überzeugen Sie bitte, dass das die beste Lösung ist. Wissen Sie, ein Süchtiger ist nicht nur in der Lage, sich selbst zu zerstören. Er zerstört oft gerade das, was er liebt. Hier spielen? Ich wollte nur sehen, ob meine Soldaten in Ordnung sind. Sehen Sie? Sie sind genauso wie im Buch vom Vater. Oh ja, ganz genauso. Ich habe dir übrigens Nachschub mitgebracht. Kavallerie. Kavallerie, die hat mir gerade noch gefehlt. Stimmt's nicht, Vater? Wenn sie rechtzeitig eintrifft. Guten Tag, Lady Francis. Guten Tag. Was hast du denn da wieder aufgebaut? Das sind die Verteidigungsstellungen gegen einen Überraschungsangriff. Also, so werden Sie einem Angriff kaum standhalten. Ich habe dir das doch alles schon mal erklärt. Man muss stets auch im Rücken Wachen aufstellen. Wann glaubst du denn, dass die Indianer angreifen? Bei Sonnenaufgang. Gut, mein Junge. Dann müssen wir die Hauptstreitmacht in Richtung des Sonnenaufgangs aufstellen. Aber was haben wir auf jeden Fall aufzustellen? Hier, hier und hier? Wachposten? Du sagst es. Man sollte seine Feinde niemals unterschätzen. Sie sagten, Sie würden mir helfen. Vielleicht wäre ich besser doch nicht gekommen. Natürlich mussten Sie kommen.
Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen. Sie brauchen keine Angst mehr zu haben. Sie sind jetzt in Sicherheit. Sie halten mich bestimmt für verrückt. Sie müssen mich ja für verrückt halten, dass ich einfach so hierher gekommen bin. Aber ich habe solche Angst. Ich habe so entsetzliche Angst. Ach, ich weiß doch, Sie sind völlig normal. Ich würde es verstehen, wenn Sie mich für verrückt hielten, nachdem wir uns an diesem schrecklichen Ort begegnet sind. Hören Sie, ich weiß überhaupt nichts von Ihnen. Sprechen Sie, erzählen Sie mir alles, sagen Sie mir, wer Sie sind. Heißt es, dass Sie das nicht wissen? Ich bin Moira Nicholson. Dr. Nicholson ist mein Ehemann. Er versucht, mich umzubringen. Vielen Dank. Ich komme da nicht ganz mit. Warum sollte Ihr Mann versuchen, Sie umzubringen? Weil er die Absicht hat, Sylvia Bassington French zu heiraten. Aber die ist doch verheiratet. Das Problem will er gerade lösen. Was meinen Sie damit? Er versucht, Henry in sein Sanatorium zu bekommen, als Patienten. Und dann? Wenn er erst da ist, wird schon etwas passieren. Was hat Sylvias Schwager mit dieser Sache zu tun? Roger, der ist, glaube ich, ganz nett. Aber Sylvia ist ein Mensch, den man sehr leicht hinters Licht führen kann. Jasper bedrängt alle beide, sie sollen Henry dazu überreden, dass er freiwillig nach Grange kommt. Lassen Sie das nicht zu, ich bitte Sie. Wenn er erst da ist, wird etwas Schreckliches passieren, ich bin davon überzeugt. Wie lange sind Sie jetzt mit Ihrem Mann verheiratet? Seit knapp 2 Jahren. Und Sie haben nie daran gedacht, ihn zu verlassen? Wie hätte ich das gekonnt? Wohin hätte ich gehen sollen? Ich besitze keinen Penny. Die Leute würden doch glauben, ich sei verrückt. Eine mittellose, verwirrte Frau, die herumläuft und behauptet, ihr Mann wolle sie ermorden. Dass er das wirklich vorhat, sehe ich ständig an seinen Blicken. Aber wer würde mir so etwas glauben? Wer? Ich glaube Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Hören Sie, wenn ich Ihnen wirklich helfen soll, müssen Sie mir ein paar Fragen beantworten. Kennen Sie oder kannten Sie früher einen Mann namens Alan Carstairs? Ja. Lag diese Bekanntschaft vor Ihrer Ehe? Ja. Haben Sie diesem Mann einmal ein Foto von sich gegeben? Ja. Haben Sie sich noch einmal mit ihm getroffen, nachdem Sie verheiratet waren? Ja, vor einigen Wochen. Hat Ihr Mann davon gewusst? Nein. Sind Sie da sicher? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Würden Sie Ihren Mann für eifersüchtig halten? Eifersüchtig nicht. Besitz verteidigen schon eher. Warum stellen Sie mir eigentlich all diese Fragen? Hören Sie, es gibt eine Menge Dinge, die ich Ihnen erzählen muss. Es wäre aber nicht ratsam, das hier zu tun. Außerdem müssen Sie Frankie kennenlernen. Lady Frances Durvant? Ich war der Meinung, Sie seien Ihr Chauffeur. Der Wirt hat mir gesagt, dass Sie... Sie können mir vertrauen. Ich werde Ihnen später alles erklären. Wir müssen nur irgendwo ein Plätzchen finden, wo wir sicher sind, nicht abgehört zu werden. Lady Frances, darf ich Sie bekannt machen mit Mrs. Nicholson? Sie ist das Original auf der Fotografie. Oh, verzeihen Sie. Aber jetzt verstehe ich, warum der Anblick von Mrs. Cayman bei der Leichenschau ein solcher Schock für dich war. Ich war wohl ein bisschen vernagelt, dass ich es nicht gleich bemerkt habe. Verzeihen Sie, aber allmählich verstehe ich überhaupt nichts mehr. Natürlich können Sie es nicht verstehen. Ich muss Ihnen leider etwas mitteilen, das Sie vielleicht schockiert. Dieser Freund von Ihnen, Alan Carstairs, ist... Nun, ich muss es Ihnen sagen, er ist tot. Sagen Sie mir alles. Er stürzte über die Klippen in Marchport. Da wohne ich, wissen Sie? Ich und unser Arzt. Also wir beide haben ihn gefunden. Darum ist er nicht mehr zurückgekommen. Er trug ein Bild von Ihnen bei sich. Der liebe Alan. Als... ich dann an diesem Abend plötzlich vor Ihnen stand. Sie können sich sicher meine Gefühle vorstellen. Sie haben mich aber sehr schnell erkannt. Ich hätte Sie überall erkannt. Und wann ist das alles passiert? Das muss kurz nachdem er hier war geschehen sein. Hat er Ihnen gegenüber erwähnt, dass er vorhatte, nach Wales zu gehen? Nein. Ist Ihnen zufällig jemand, der Evans heißt, bekannt?
Evans? Nein, ich glaube nicht. Warum? Kurz bevor ihr Freund starb, war er einen Moment bei Bewusstsein und warum sagte... Warum haben Sie nicht Evans gefragt? Das ist ein weit verbreiteter Name. Dann waren da doch diese schrecklichen Leute, die Caymans. Sie tauchten bei der Leichenschau auf und identifizierten den Toten als Mrs. Caymans Bruder, Alex Pritchard. Nachdem die Polizei statt ihres Fotos das von Mrs. Cayman bei dem Toten gefunden hatte. Hier im Osten haben wir die Comanchen. Aber auf dem Karton steht doch, es wären Sioux. Es geht dabei doch nur ums Prinzip. Wo hast du denn die Kanone? Du musst aber aufpassen. Hörst du? Mami hat gesagt, man soll sie nie auf einen Menschen richten. Auch wenn sie nur eine Spielzeugkanone ist. Völlig richtig. Wir werden sie dahin stellen, glaube ich. Von da aus können wir es ihnen tüchtig geben. Mach das mal selbst, alter Junge. Ungefähr da, würde ich sagen. Tommy? Ja, Vater? Ich wollte dir nur sagen, wenn ich manchmal ein bisschen, du weißt schon was, schlechte Laune haben sollte, dann hat das nichts zu bedeuten. Du weißt, ich fühle mich nicht immer wohl. Es ist nicht persönlich gemeint. Du verstehst schon. Ich denke schon, Vater. Henry, ich muss unbedingt mit dir reden. Ich warte nur noch auf die Post, meine Liebe. Sie kommt frühestens in einer Stunde. Tommy, geh doch gleich runter in die Küche zu Mary. Da steht eine Überraschung für dich. Kommen Sie, Master Tom. Was ist das für eine Überraschung, Mary? Wenn ich das sage, ist es keine Überraschung mehr. Und wir glauben, dass Roger Bessington Francis war, der Pritchard oder Carstairs über die Klippen gestoßen hat. Roger? Er hat sich an diesem Ort aufgehalten, zum richtigen Zeitpunkt. Außerdem hatte er als einziger die Gelegenheit, die Fotos auszutauschen. Verzeihen Sie, aber ich muss Ihnen unbedingt eine Frage stellen. Aber bitte fragen Sie. Sie dürfen mich bitte nicht missverstehen, aber... sind Sie wirklich durch einen Zufall hierher gekommen? Oder ist der Grund Ihres Hierseins, dass Sie meinen Mann verdächtigen? Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Bevor wir hierher kamen, haben wir noch nie etwas von Ihrem Mann gehört. Ich habe aber den Eindruck, dass mein Mann Sie in Verdacht hat. Was war das? Ein Hase oder sowas wahrscheinlich. Was für einen Verdacht hegt denn Ihr Mann? Er glaubt, dass Ihr Unfall, als Sie gegen die Mauer gefahren sind, also dass das kein wirklicher Unfall war. Damit hat er zweifellos recht. Er war nicht echt. Er war nicht echt? Ich bin mit voller Absicht gegen die Mauer gefahren. Und Bobby spielt natürlich auch nur meinen Chauffeur. Wir haben das alles inszeniert, weil Bobby unbedingt, wie soll ich mich ausdrücken, er wollte unbedingt Roger zur Strecke bringen. Es tut mir leid, aber das ist wirklich absurd. Roger schlägt vielleicht manchmal über die Stränge, aber dass er jemanden über die Klippen stößt. Im Übrigen, warum sollte er? Er und Alan Carstairs haben sich nur einmal bei einem Lunch in Marrowway Court gesehen. Es gibt kein Motiv. Ich kann das unmöglich glauben. Ich kann das genauso wenig glauben. Es bleibt aber die Tatsache, dass er als einziger ihr Foto vertauscht haben kann. Sie könnten die Wahrheit sehr leicht feststellen. Fragen Sie ihn einfach selbst. Wie sind Sie nur darauf gekommen? Sie waren es wirklich? Ja, ich hab's getan. Aber warum? Ich werde es Ihnen sagen. Man hatte mich gebeten, die Leiche eines mir Fremden zu bewachen. Dabei sehe ich, wie aus einer Jackentasche ein Foto herausschaut. Ich sehe es mir an. Ich traue kaum meinen Augen. Es ist die Fotografie einer Frau, die ich kenne. Einer verheirateten Frau. Eine Frau, von der ich annehme, dass sie nicht eben glücklich verheiratet ist. Was sollte ich tun? Sie einer Untersuchung aussetzen? Dem Presserummel? Ich reagierte ganz impulsiv. Ich habe ihr Foto einfach zerrissen. Also so war es. Wenn Sie nur wüssten... Was denn? Ich kann jetzt noch nicht darüber sprechen, aber ich bitte Sie, mir zu vertrauen. Ich verstehe jetzt, warum Sie das Foto genommen haben, aber aus welchem Grund wollen Sie nicht zugeben, dass Sie den toten Mann gekannt haben? Sie hatten ihn doch hier kennengelernt, eine knappe Woche zuvor. Aber liebste Freundin, sind Sie jetzt übergeschnappt? Alan Carstairs, den müssen Sie doch hier kennengelernt haben. Sie meinen den Bekannten der Rivingtons? Dieser Tote war doch nicht Alan Carstairs. Natürlich war er es, Sie müssen ihn erkannt haben. Nein, sein Gesicht habe ich nicht gesehen. Es war nämlich mit einem Taschentuch bedeckt. Wie wenig neugierig doch die Männer sind. Ich muss sagen, dass sie mir furchtbar leid tut. Wer? Moira Nicholson? Warum? Weil sie mit so einem Mann verheiratet ist. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Übrigens ist er mir auch nicht sehr sympathisch. Trotzdem wollen Sie, dass Henry in seine Klinik geht. Das ist etwas anderes. Da geht es um seinen Beruf.
Und jetzt scheint auch Sylvia einer Einweisung zuzustimmen. Ich sprach mit ihr heute Nachmittag. Setzen Sie sich wieder. Ich werde Ihnen beweisen, dass Dr. Nicholson ein gefährlicher Verbrecher ist. Was? Und dass sich Ihr Bruder in akuter Lebensgefahr befindet. Selbst wenn Sie recht hätten, wie wollen Sie das beweisen? Da müssten Sie schon einen Zeugen dafür haben, dass Nicholson am Tag der Klippentragödie in Marshbold war. Oder Sie bräuchten ein überzeugendes Motiv, das Sie mit Carstairs verbindet. Dann wäre es etwas anderes. Mir scheinen Sie die wirklich Verdächtigen völlig zu übersehen. Wen denn? Die Leute, die, wie Sie sagten, den Toten als einen anderen identifiziert haben. Die Baymans. Die Caymans. Nach meinem Gefühl stecken die da drin. Und zwar bis zum Hals. Zum Beispiel wollten Sie doch mit allen Mitteln herausbekommen, ob der arme Mann noch etwas gesagt hat, bevor er starb. Sie waren offenbar der Meinung, dass Ihr Freund Bobby Jones irgendetwas gewusst hat, das für Sie gefährlich war. Darum haben Sie versucht, ihn auszuschalten. Bobby sagte, es sei wirklich scheußlich gewesen. Wenn Sie ihm auf die Spur kommen, könnten Sie es nochmal versuchen. Dann sollten wir uns erstmal um Sie kümmern. Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir das nicht schon längst getan haben. Nachdem Sie jetzt wissen, warum Moira Angst vor ihrem Mann hat, wollen Sie da wirklich noch, dass Ihr Bruder nach Grange kommt? Oh, Roger, ich habe dich schon überall gesucht. Möchten Sie, dass ich... Nein, Frankie, gehen Sie nicht. Das würde jetzt auch nichts mehr helfen. Sie wissen sowieso schon alles. Ich war ja blind. So blind. Ihr beide habt gesehen, was ich nicht mal vermutet habe. Vielleicht habe ich aber auch nur meine Augen geschlossen, weil ich es nicht sehen wollte, nicht sehen konnte. Ich habe nur gewusst, dass Henry sich verändert hat. Aber auf die Gründe wäre ich nie gekommen. Jetzt kommt das alles in Ordnung, Roger. Er ist einverstanden, nach Grange zu gehen und sich von Dr. Nicholson... Nein. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Kliniken, die sich nicht in unmittelbarer Nähe befinden. Aber vor einer halben Stunde warst du noch dafür, dass Henry nach Grange geht. Warum Weil hast du deine Meinung geändert? Weil ich noch mal drüber nachgedacht habe und zu der Auffassung gelangt bin, dass er in einem anderen Sanatorium... Ich möchte, dass Henry von Dr. Nicholson gepflegt wird. Lass mich zuvor mit ihm telefonieren. Noch einmal, bitte. Aber ich werde meine Meinung nicht ändern, Roger. Ich weiß nicht, wie ich mich entschuldigen soll. Was denken Sie nur von uns? Sylvia, wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise im Wege bin, dann gehe ich. Aber nein, bitte bleiben Sie. Der arme Henry. Dass ich jetzt alles weiß, hat ihn so verwirrt, dass er geweint hat. Er hat versprochen, alles zu tun, was er für mich und Tommy tun kann. Davon bin ich überzeugt. Dr. Nicholson hat mich vor solchen Versprechungen gewarnt. Ich habe so viel Schlechtes über diesen Mann gesagt, aber als es jetzt notwendig wurde, mir die Wahrheit zu sagen, hat er nur eher den Mut dazu. Jeder ändert mal seine Meinung. Das tun wir doch alle. Hören Sie, ich bin mir bewusst, dass ich die Rechnung vom letzten Monat noch nicht bezahlt habe, aber ohne Ersatzteile lässt sich nun mal kein Gebrauchtwagenhandel betreiben. Ich habe Sie nicht aufgefordert, meine übrigen Schulden zu begleichen. Aber verzeihen Sie, sehen Sie es doch unter dem Gesichtspunkt einer Investition an. Nicholson ist nicht da. Ich habe eine Nachricht hinterlassen. Ich verstehe das immer noch nicht. Du hattest das alles geplant. Alles ist vorbereitet. Auch Henry ist einverstanden. Sylvia, ich bin Henrys Bruder. Was war das? Es hat sich wie ein... Tommy! Vater! Tommy! Henry! Was ist denn Tommy! Passiert? Henry! Es ist zugeschlossen. Tommy! Tommy, hast du irgendetwas bemerkt? Bleib weg! Ich muss das Fenster einschlagen. Dies scheint mir die Lösung zu sein. Es ist zu spät, ich komme nicht mehr dagegen an, das weiß ich. Ich möchte nur das Beste für Sylvia und Tommy. Gott beschütze euch beide, meine Liebsten. Verzeiht mir. Das sollten Sie besser mir überlassen. Ist alles, kümmern Sie sich um passiert? Sie, bringen Sie sie weg. Es ist alles... Um Himmels Willen, sagen Sie doch, was passiert ist. Dr. Nicholson ist ja da. Es hat offenbar einen Unfall gegeben, aber das kommt wieder in Ordnung. Da ist nichts mehr zu tun. Der Tod muss sofort eingetreten sein. Armer alter Knabe wurde offenbar mit seinem Problem nicht mehr fertig. Bei Drogen gibt's fast immer eine Tragödie. Fast immer.
Natürlich wird es eine Untersuchung geben. Ich werde gleich die Polizei anrufen. Der Schlüssel steckt nicht im Schloss. Vielleicht hat er ihn in der Tasche. Vermittlung. Hallo, Vermittlung. Hier ist Dr. Nicholson aus Grange. Verbinden Sie mich bitte mit der Polizei. Geht's ihm nicht gut? Geht's Vater nicht gut? Du kannst jetzt nicht zu ihm. Kann er nicht mit mir spielen? Wir wollten noch einen Nachtangriff auf das Fort machen. Jetzt komm mal mit, Master Tom. Ich will aber jetzt spielen. Komm schon, ich will jetzt spielen. Vielleicht geht's morgen. Ich werde am besten meinen Chauffeur herbestellen, je eher ich hier weg... Nein, bitte. Machen Sie das nicht, Lady Frances. Sylvia wird jetzt einen Freund brauchen, der ihr hilft. Meine Frau kann das am besten. Ja. Wenn Sie glauben, dass ich ihr helfen kann. Drei, sieben, vier. Hier ist Lady Frances Durvant. Würden Sie bitte meinen Chauffeur ins Telefon rufen? My lady? Es ist etwas Schreckliches passiert. Wir müssen uns treffen. Morgen früh. Zur selben Zeit, am selben Ort wie heute. Hey Frankie, sag mal, fehlt dir nicht? Ach, Lady Frances, würden Sie mir bitte dabei helfen, Sylvia nach oben zu bringen? Nicht doch, Sylvia. Sylvia, nicht Sylvia, bitte. Bitte, Sylvia. Kommen Sie, beruhigen Sie sich. Ich bleibe bei Ihnen. Der arme alte Henry.